Wahrscheinlich erhält Boba Fett einen eigenen Film. Und wahrscheinlich sehen wir den Kopfgeldjäger noch um einiges früher wieder als bisher gedacht. Wie heißt es aber so schön? Don't get too excited. Das hier gezeigte Bildmaterial stammt nicht etwa schon aus einem Trailer zum Boba Fett-Film, sondern ist ein Fanmade Fake-Trailer, den ich für euch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Das dritte und vorerst letzte Spin-off der neuen Star Wars-Filme unter Disney hat ganz offiziell noch keinen Titel und damit keine Hauptfigur. Erscheinen soll der Ableger noch ohne genaues Startdatum irgendwann 2020. Es gilt jedoch als offenes Geheimnis, dass man den allseits beliebten Fanfavoriten und legendären Kopfgeldjäger Boba Fett einen komplett eigenen Film spendieren möchte. Produzieren und schreiben wird ihn Simon Kinberg, der mitunter hauptverantwortlich für alle Filme des X-Men-Franchises seit First Class ist. Und er ist genauso hauptverantwortlich für Star Wars Rebels. Der Newcomer Josh Trank, von dem der Überraschungserfolg Chronicle ist, schied aber nach dem Fantastic Four-Fiasko als Regisseur plötzlich aus. Stand jetzt hat der mutmaßliche Boba Fett-Film mit Kinberg nur einen Schreiberling, sonst nichts. Aber theoretisch drängt es zeitlich ja noch nicht. Doch wieso bekommt ausgerechnet Boba Fett einen eigenen Film? Ich möchte euch kurz seinen Ursprung skizzieren, seine Beliebtheit ergründen und euch erklären, weshalb wir Fett noch um einiges früher sehen werden als erst 2020. Das ikonische Design von Boba Fett geht natürlich auf den Konzeptzeichner und Star Wars Urgestein Ralph McQuarrie zurück und auf Joe Johnston. Johnston wurde später als Regisseur bekannt und an seinem Film The Rocketeer sieht man auch, dass er sich von der Faszination für Jetpacks nie so ganz lösen konnte. Von ihm stammen auch die Kultfilme Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft und Jumanji, der eher verpönte Jurassic Park 3 und der erste Captain America. Boba Fett war eigentlich nie eine wichtigere Rolle angedacht als die des Handlangers, der Han Solo überführt. Sein ikonisches Äußeres und die unleugbare Präsenz sind augenscheinlich an einem ganz anderen Kopfgeldjäger angelehnt, an Clint Eastwood in der Dollar-Trilogie. Fett ist ähnlich wortkarg, ständig feuerbereit, trägt einen Poncho-Verschnitt und natürlich basiert sein EE-3 Blastergewehr auf einem Revolver. Das alles verhalf ihm zu seiner unerwarteten Popularität. Und die war vor allem für George Lucas unerwartet. So unerwartet, dass er es im Nachhinein bereut, Fett einen so unglücklichen Tod beschert zu haben. Das versuchte Lucas im Nachhinein wieder auszubessern, indem er ihn im Expanded Universe, also den Romanen, Comics und Videospielen, überleben ließ. Und Lucas gab Bobas Klonvater Jango in Episode 2 eine gewichtige Rolle. Aber ausgerechnet das wiederum widersprach in großen Teilen komplett den Romanen, die sich eh schon nicht mit den Comics einig waren. Der Kanon rund um Boba Fett war also schon immer irgendwie widersprüchlich und der Film inszeniert ja eigentlich seinen Tod. Und hier sieht jetzt der neue Rechteinhaber Disney die Chance, das alles glatt zu bügeln. Star Wars Autor und Historiker Jonathan Rinsler hat bereits bestätigt, dass Fett im neuen Kanon den Sarlacc überlebt hat. Aber noch ist er nicht persönlich aufgetaucht. Im Roman Aftermath wurde aber bereits vielsagend auf Tatooine eine mandalorianische Rüstung gefunden. Disney scheint also die Personalie Boba Fett im Auge zu behalten und alles für einen unbestätigten, aber sehr wahrscheinlichen Einzelfilm vorzubereiten. Bleibt die Frage, ob dieser dann vor oder nach der alten Trilogie spielen wird. Einen entscheidenden Hinweis lieferte aber jüngst ganz unfreiwillig Lego. Der Bauklötzchenhersteller kündigte auf einer Bühne in Nürnberg die nächsten Star Wars Kollektionen an. Und siehe da, mit welchem Raumschiff wurde der erste Spin-off-Film Rogue One versehen? Die Slave One, Fetts kultiger Untersatz. Und das zweite Spin-off rund um einen noch sehr jungen Han Solo ist genau wie Rogue One ein Prequel, das noch weit vor Episode 4 eine neue Hoffnung spielt. Es ist naheliegend, dass sich ähnlich wie im verworfenen Expanded Universe Han Solo und Boba Fett schon weitaus früher über den Weg gelaufen wären. Der legendäre Kopfgeldjäger könnte also bereits in den ersten beiden Filmablegern zumindest einen Kurzauftritt haben, bevor er seine eigene große Auskopplung hat. Damit wäre er das einzige verbindende Element der drei Einzelfilme und wir würden ihn um einiges früher sehen als 2020. Ende des Jahres haben wir Gewissheit.